Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Video. Ja, ich habe dir gerade eben in dem anderen Video angekündigt, dass ich hier eine neue Rubrik mache. Warum? Ich will mich bei der Arbeit ein bisschen begleiten. Das wird dann heißen Renés Woche. Warum? Ja, ich habe es schon in einem anderen Video angedeutet. Ich werde wahrscheinlich, so wie es aussieht, in einem halben Jahr bis einem Jahr wegen meinem Unfall meinen Betrieb schließen müssen. Ich hoffe, dass ich ihn noch verkauft bekomme. Es wäre wirklich zu schade um diese ganzen Kunden. Es sind viele Rentner, die froh sind, wenn man kommt. Die können selber nichts mehr machen. Ja, auch gemischt mit jüngeren Leuten. Und das wäre echt schade drum. Aber zu viel davon ist jetzt egal. Da wird sich schon die eine oder andere Lösung auftun. Warum will ich jetzt eine neue Rubrik hier machen? Ich will mich gerne mit einer kleinen Kamera begleiten. Wahrscheinlich wird es die GoPro. Und einfach nur zeigen am Tag, was mache ich? Wie sieht es vorher aus? Wie sieht es nachher aus? Und so mein Ablauf, so ein bisschen auch für YouTube hinter den Kulissen. Das, wie gesagt, wird sich dann Renés Woche nennen. Ich gucke mal, dass ich das samstags oder sonntags dann immer raushaue. Ich habe halt Bock drauf und würde mich jetzt gerne noch circa ein Jahr selbst begleiten bei der Arbeit und dass ich auch für mich ein Andenken habe. Ich habe sonst immer einmal alles abgearbeitet, habe nie irgendwas aufgenommen, ab und zu mal ein paar Bilder gemacht und für mich später auch mal rückblickend zu gucken, ah, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht, wo warst du, bei welchem Kunden. Finde ich das auch schön für mich und ich nehme dich einfach mit auf dieser Reise. Ja, wie gesagt, es wird sich vieles noch tun. Ich werde hier auch bei Renés Woche zeigen, ja, wie die Firma weitergeht, ob es weitergeht, ob es einer kaufen will, ob es einer übernehmen will. Ja, wie gesagt, wenn du Interesse hast, kannst mir gerne in den Kommentaren anschreiben oder eine E-Mail schreiben. Das Ganze wird dann natürlich mit einem kompletten Kundenstamm, mit Werkzeug, alles drum und dran. Also man würde ein Komplettpaket bekommen, wenn man Lust hat. Und wenn man sagt, ja, ich habe das vielleicht gelernt, bin 2 Jahre Geselle oder 3 Jahre Geselle und hätte jetzt Bock, mir eine Firma aufzubauen. Hier wäre das Ganze fertig. Ich habe jetzt ungefähr 250 Kunden in 3 Jahren aufgebaut und kann halt auch jetzt im Moment nicht mehr alle bedienen. Klar, es kommen mal welche, es gehen mal welche. Aber ich habe einen festen Kundenstamm von um die 100 Kunden. Und der Rest kommt mal so spartanisch, einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder alle 2, 3 Jahre, je nachdem wie der Garten ist. Ich habe auch viele jüngere Kundschaft und die sagen, wir machen das einfach selber und Ende des Jahres soll mal der Fachmann dann schneiden. Ne? Ja, und deswegen will ich mich für mich begleiten mit der Kamera und ja, habe gedacht, warum soll ich das nicht einfach öffentlich machen und sage dann ganz einfach, ich mache das öffentlich. Dann kannst du mich auch begleiten, wenn du Lust hast. Du siehst, was passiert mit der Firma. Ja, und vielleicht hast du ja Bock auf sowas. Und ja, dann schreib mir einfach an. Wir werden uns da garantiert einig, wenn du Lust hast, sowas zu übernehmen. Ich werde aber jetzt noch nicht sagen, wo das ist, in welchem Umkreis das ist. Da muss wirklich einer fest zu entschlossen sein und man muss sich mal getroffen haben und vielleicht sagen, ja, darauf habe ich Bock. Ich kann dir auch anbieten, dass ich dann sage, du kommst ein halbes Jahr mit in die Firma, du guckst einfach, du arbeitest mit bei den Kunden, lernst alle kennen, kannst dann nach einem halben Jahr alles übernehmen und ich stehe dann noch so, sag ich mal, ein halbes Jahr bis ein Jahr für dich telefonisch als Beratung fest, damit du einen Ansprechpartner hast. Ich habe einen lockeren Vermieter, wo du vielleicht auch ein Lager mieten kannst, weil meine Werkstatt will ich gerne behalten. Und ja, ich ziehe das Video nicht unnötig in die Länge. Schreib mir rein, was denkst du darüber. Und ich mache es für mich und nehme dich mit. Und wenn du Lust hast, komm gerne mit. Und dann machen wir das letzte Jahr nochmal zusammen. Im Moment muss ich schwer aufpassen, was ich hebe, wie ich was hebe, wegen dem Rücken. Und deswegen habe ich gedacht, nimm doch einfach die Leute mit. Ja, okay. Und deswegen soll es auch hier gehen. Ich versuche jetzt wirklich wieder gute Laune zu haben. Es wird weitergehen. Wie es weitergehen wird in einem Jahr, weiß der Geier. Ich weiß es nicht. Es wird sich garantiert was tun. Für dich werden viele interessante und neue Videos entstehen.
Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.